Hallo und herzlich willkommen zurück bei Banished. Ja, wir waren stehen geblieben im Winter. Late Autumn, also der Winter kommt jetzt erst, es ist gerade Herbst quasi. Es ist aber schon Schnee gefallen, von daher, ja, könnte man das auch schon fast mit Winter verbinden. So, ihr habt mir gesagt, ich soll noch hier eine Straße rüber bauen. In den Folgen, die ihr schon gesehen habt, das habe ich aber glaube ich schon gemacht in der Zeit. Hier sind auch schon Straßen dran. Das funktioniert soweit. Nahrungsmittel haben wir auch genug. Ja, jetzt werde ich mal versuchen, dass hier das Gebäude auf jeden Fall fertiggestellt wird. Also der Trading Post, den machen wir hier ein bisschen schneller. Lassen wir hier Leute ein bisschen laufen. Der muss auf jeden Fall fertiggestellt werden, weil ich soll euch auch zeigen, also es wurde sich gewünscht, dass ich mal erkläre, wie es mit den Trading Posten funktioniert und wie das mit dem Marktplatz funktioniert. Den Marktplatz habe ich jetzt noch gar nicht in Betracht gezogen, habe ich noch gar nicht gebaut. Da weiß ich auch gar nicht so, wie der jetzt genau funktioniert. Aber hier das mit dem Trading, das kann ich euch ja mal irgendwann erklären. Dafür brauche ich natürlich noch jede Menge Early Winter. Genug Werkzeuge. Deswegen habe ich auch zwei Blacksmiths gebaut, damit ich auf jeden Fall genug Werkzeuge produziere. Denn sowas geht einem schnell, sehr schnell aus. Genau. So, ich würde jetzt auch gleich nochmal sagen, was ist denn hier los? Geht schon wieder das Feuerholz aus, ne? Ach ja, das ist. Holz haben wir echt zu wenig, obwohl wir schon so viele Leute haben, die Holz hacken sollen. Das verstehe ich jetzt allerdings nicht. Dass die so wenig Holz produzieren, hätte ich nicht gedacht. Was ist das hier? Das ist ein Gesalder, okay. Ich wollte eigentlich noch einen Blacksmith bauen, um noch mehr Werkzeuge zu kriegen, aber so wie es aussieht, werde ich erstmal ein bisschen mehr Holz beschaffen müssen. Ich meine, hier hinten haben wir ja quasi noch einen Woodcutter, genau, wenn der noch ein bisschen Holz kriegen würde. Ich könnte hier noch einen Woodcutter dran setzen, glaube ich. Ich werde das mal noch planen, dass ich drei Woodcutter habe, weil scheinbar geht es mit dem Feuerholz nicht mehr lange gut. Also, in Auftrag geben. Achso, der ist natürlich, hier ist der, genau. So, dann bauen wir den einfach nochmal direkt hier dran. Ist da noch eine Straße da unten? Ja, ne? Ah, die ist um einen versetzt. Okay, sehe, verstehe. Dann baue ich ihn so dahin. Hast du was, ist das hier um mich ans Lagerfeld reinkommen? Habe ich ein bisschen doof gebaut. Die müssen mal hier hinlaufen, ne, um das ranzukommen. Gut, das sollte aber funktionieren. Ja, es funktioniert. Was habe ich hier für ein Gebäude gebaut? Ach, das ist der Taverne. Die brauche ich überhaupt noch nicht. Okay. Und dann werde ich noch, dass hier ein bisschen mehr Holz reinkommt, werde ich hier hinten noch irgendwo so einen Holzfäller hinbauen. Oder? Hier ist ein Holzfäller. Der fällt hier. Vielleicht hier oben noch so ein Holzfäller rein. Warte, ich würde mal hier gucken, ob ich hier noch irgendwo so einen. Quatsch. Wie ist jetzt mein. Unten schon wieder meine Windows-Leiste, die ich nicht haben will. Moment, ich muss mal eben hier. Ich habe die doch schon umgestellt, dass sie verschwinden soll. Das ist unglaublich hier mit dieser Windows-Leiste. Die stört mich gerade so ein bisschen. Kann ich mich da unten nicht alles anklicken? Ja, schade, Windows-Leiste. Was ist mit dir? Ah, nee. Moment, ich muss mal kurz hier. Sonst kann ich mich unten das Menü nicht richtig anklicken. Und das ist ein bisschen nervig. So, und jetzt. So, so. Ah, jetzt geht sie weg. Oder auch nicht, sie ist wieder da. Ja, ich kann dieses Menü hier unten nicht richtig anklicken, weil die Windows-Leiste im Weg ist. Da freut sich der Mensch. Das ist doch richtig bescheuert. Entschuldigung, aber das ist ja mehr als nervig. Automatisch ausblenden will ich die, ja. Das soll auch passieren. Warum passiert das denn nicht? Warum passiert das denn jetzt nicht? Warte mal, ich muss das mal eben nochmal wegschalten. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen doof jetzt, aber muss mal eben kurz sein. So, Run-Zoom. Die ist immer noch da. Ich meine, ihr seht die nicht. Ich weiß, dass ihr die nicht seht. Aber ich sehe sie. Und jetzt geht sie weg. Okay, perfekt. Oh Mann. So, war hart, schwierige, harte und Geburt und so. Gut, wir brauchen hier so einen. Nee, hier einen Ausschau für Sammeln. Und zwar einen Forester würde ich gerne bauen. Forester Lodge. So, den stellen wir am besten hier oben hin. So. Da müssen natürlich alle anderen Ressourcen erstmal aus diesem Wirkungskreis weg. So, das heißt, diesen Wirkungskreis, da werden wir erstmal alle Ressourcen wegsammeln, die nicht Holz sind. So, das. Und das. Das wird dann erstmal weggesammelt. Dann werden wir eine Straße dahin bauen müssen, das ist das A und O. Ach, wieso? Ich könnte Stone Roads mal bauen, weil die besser sind als diese Dreck Roads. Aber ich habe auch keinen Stone. Ich habe auch keinen Stone. Dann müssen wir mal abwarten, bis wir Stone kriegen. Dann können wir das machen. Dann sind die Leute wohl noch ein bisschen schneller. Genau, das war das, was ihr mir gesagt habt. Ha. Ja. Sollte auch mal auf. Das war jetzt hier der Weg. Habe ich so rumgebaut, dass es nach unten war? Wie ist das denn standardmäßig? Moment. Gib mir das Gebäude. Ja, so war das. Okay. Dann passt es ja. Gott sei Dank. So, da wird jetzt ein Weg angelegt. Mal ein bisschen rausscrollen. Kann ich ja einfach hier so anschließen irgendwie. So, am besten direkt so anschließen.
Das passt. Ja, machen wir so. Hier wird dann noch ein Woodcutter gebaut, hier oben wird noch ein neues Holz gebaut. Und wenn die Leute dann noch nichts mehr zu tun haben, könnten sie generell hier noch alle Ressourcen absammeln. Ich brauche noch jede Menge Holz, das heißt, hier kann ich noch ein bisschen... Hier oben ist das Gebäude gebaut, das hat einen Umkreis bis da. Das heißt, hier dieses ganze Holz kann auch weg. Ich werde das mal hier... Also, dieses ganze Holz kann auf jeden Fall noch weg. Das werden wir noch machen, weil wir brauchen ja Holz auf jeden Fall. So, jetzt lassen wir die Zeit weiterlaufen. Ich meine, es ist Early Winter, ich muss sowieso gleich wieder ganz viele Farmer einstellen müssen, das kennen wir ja schon. 5, 7 Bilder von 14, ne? Okay, sollen die mal was bilden. Aber ohne Holz ist da nicht viel mit Bilden dran. So, das Ding wird jetzt irgendwann mal fertig. Dann kann ich euch vielleicht schon im nächsten Frühjahr zeigen, was, mit was es sich auf sich hat. Allerdings müssen wir da viele Sachen reinbringen. Also viele, zum Beispiel, Werkzeuge oder halt Rum oder sowas. Aber da kann ich es ja noch nicht wirklich anbauen, habe ich ja schon gelernt. So. Wenn der Winter dann gleich mal zu Ende ist. Jetzt natürlich noch dieser Winter. Vielleicht, eventuell könnte ich irgendwo einen Steinbruch bauen, aber na gut. Dafür muss man natürlich auch mehr Zeit finden hier. So, die da oben sammeln alles weg. Hier sind genug Leute. Hier sind, ach ne, jetzt sind alles hier schon nicht mehr Leute. Ein paar Leute sind auch unterwegs. Late Winter. Sehr gut. So, jetzt werden wir uns hier mal die Felder gleich wieder vornehmen. Die Leute frieren so ein bisschen. Ja, ich weiß. Werden wir alles noch hinkriegen, wenn wir alles hinkriegen. So, der Hafen ist fertig. Guckt euch's an. So, wenn der Hafen fertig ist, dann muss man natürlich einen Trailer einbauen. Einen Ventor. Kann ich gerade 0 von 0. Wieso kann ich denn hier keinen einstellen? Was ist denn da los? Interessant. Okay, ist egal. So, im Moment brauche ich noch keinen. Late Winter haben wir noch. Ich muss noch eben abwarten, bis es wieder Frühling wird. Early Spring. Ah, komm. Ich treffe den Pause-Button natürlich nicht. So, jetzt werden wir wieder Farmer brauchen. Das heißt, die ganzen Laborer werden einfach hier reingesteckt. Erstmal so, dass wir auf 16 wiederkommen. Hier werden wir ein paar umschichten müssen. 2 Bilder sollten reichen erstmal und die 6 müssen noch weiter die normalen Aufgaben erledigen. Was habe ich noch? Forester. Ach, deswegen habe ich so wenig Holz. Ich habe total wenig Forester eingestellt. Na, das kann ja nichts werden. So, Hunter weg. Habe ich genug Felle noch? Zumindest habe ich noch 54 Klamotten. Ich gucke, ob ich hier noch Felle habe. Leder. 4, das ist ja auch nicht gerade viel. Ja, was machen wir? Wir haben einfach viel zu wenig Leute. Das war das Problem, was wir überhaupt haben, ne? So. Ja, den Blacksmith brauchen wir schon leider, den Trailer auch. Wir werden hier mal Hunter ein bisschen zurückschrauben. Ja, ich brauche mehr Forester, das ist das Problem einfach. Deswegen habe ich nicht genug Holz. Und das sollten wir für den nächsten Winter angehen, weil sonst werden die Leute ziemlich schnell erfrieren und das wäre überhaupt nicht gut. So, ich könnte noch ein paar Forester einfach einstellen. So, es fehlen nur 2, jetzt habe ich eigentlich nur noch 3 Leute, die was anderes machen können. Ist jetzt nicht ganz so viel, ne? Aber gut, das wollen wir machen. Habe ich davon? 22 ist auch nicht viel, kann ich auch nicht gerade wegmachen. Ah, Fishman. Dann gibt es, ne, jetzt kommt 2 Socken schon bald, dann ist wenigstens beide Anlegestellen hier. Ah, das ist natürlich übel. Ja, so muss es erstmal laufen jetzt. Es geht nicht anders. Ich habe nicht mehr Leute. Ich habe noch 10 Kinder, die müssen erstmal erwachsen werden. Ist es halt leider. So, dann, geht mal die Felder bewirtschaften. Was ist los hier? Early Spring und keiner macht was. Friert wahrscheinlich alle. Habt ihr keinen Bock zu arbeiten, wa? Ja. Was soll ich denn machen, Jungs? Was denn hier? Ja, Firewood ist low. Ich weiß es doch. Ich arbeite da dran. Ich kann auch nichts machen. Ihr, hier, macht mal jetzt. Also Spring baut mal alles an. Was ist jetzt los? Irgendeine Käferplage, klar. A short has developed an infestation. Was? Wo denn? Soll heißen, da ist jetzt eine Käferplage auf diesem Feld hier, oder was? Und was soll ich dagegen machen? Dann fällt doch den Scheißbaum. Welcher ist es denn? Ja, dann müssen wir wohl alle umhacken. Was soll ich machen? Ja, macht's halt. Jetzt komm. Hackt alles ab, dann haben wir wenigstens Holz. Ich weiß doch, dass da jetzt eine... Mann. Hackt sie alle um.
Was soll ich denn machen? Was ist noch los? Ja, Iron ist low, okay. Das sieht auch sehr vergiftet aus, das Feld. Reiß doch einfach alles ab! Macht einfach das Feld aus. So, da wird nicht mehr gearbeitet. Hackt alles nieder. Die infizierten Nüsse wollen wir nicht haben. So, jetzt habe ich natürlich zu viele Farmer, ne? So, ja, kann ich auch nichts sagen. Warte mal, wir können mal hier. Dafür können wir hier was Neues einpflanzen. Pekern. Moment. Machen die Work oder machen wir die drei wieder rein? Reicht das noch? Late Spring? Hm, vielleicht. Aber Bäume setzen können wir auf jeden Fall. Ja, das Feld ist kaputt. Ich sehe, dass das Feld kaputt ist. Das ist ja in Ordnung. Hackt's einfach alles ab. Ich weiß nicht, was man dagegen machen kann. Aber ich versuche das mal. Ich versuche jetzt auch wieder mehr Holz reinzukriegen. Ihr seht das ja schon. Traurig, aber wahr. Was ist hier? Euch fehlt was? Ach so, euch fehlt Metall. Ja, sollt ihr hier sowieso reinsammeln hier. Hier liegt ja noch Metall rum. Hallo. Guck mal hier. Metall. Bitteschön. Da ist noch Metall. Das könnt ihr alles haben. Ihr müsst es nur aufsammeln. Hier gibt es auch noch Steine. Ich habe nur zu wenig Leute, die das machen könnten. Oh Mann, 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 Mann. So, der Trader. Ich wollte euch noch eben kurz zeigen. Der Trader. Der kann hier Sachen einlagern. Und die sind immer bestimmte. Die sind was wert. Und wenn dann ein Schiff vorbeikommt, der so ein Händler, der tauscht dann irgendwelche Sachen gegen was anderes. Das können wir gleich nochmal zeigen, wenn einer kommt. Und zum Beispiel wollen die viel Werkzeug haben. Deswegen werde ich jetzt mal hier so 100 Werkzeuge hier reintun. Ich muss natürlich aufpassen, dass wir nicht zu wenig haben. Also 150, dann tun wir mal hier rein. 150 wollte ich eigentlich. Kann ich nicht 150 sagen? So. Das ist, hat jetzt einen bestimmten Warenwert und das kann ich hinterher tauschen. Versuchen zumindest. Ja, jetzt muss ich nur einen einstellen, glaube ich, der das macht. Ein Vendor. Ich glaube, so muss man das machen. Hm, nee, das Vendor ist für... Ach Quatsch, das ist ja für den Marktplatz. Wir brauchen einen Trader. So. Eins von sechs. Der muss das jetzt alles da reinschaffen. Da hat er was zu tun. So. Habe ich wieder ein weniger, der den anderen Zeug machen können. Ja, das Feld ist vergiftet. Interessiert mich nicht. Sollen hier auch die Bäume jetzt alle umhauen und dann ist gut. Dann ist hoffentlich die Vergiftung irgendwann weg. Hier werdet ihr neu jetzt angepflanzt. So ist das manchmal. Manchmal muss man halt so ein Feld auch mal aufgeben. Scheinbar. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Wir sind auch schon im Jahr 19. Das ist schon nicht schlecht. Hier liegen noch Fälle rum. Hier hat er einen gejagt. Sehr gut. Die Steinhäuser, die sollen weniger frieren, habe ich gehört. Natürlich kosten sie mehr Stein. Hm. Komisch, ne? Ja, was ist denn mit der Käferplage? Jetzt habt ihr immer noch nicht besiegt. Ihr sollt die ganzen Bäume hier einfach abcutten. Weg! Haut's um! Wir wollen es nicht mehr. Ne, nicht work. Ihr sollt einfach umhauen einfach. Ja. Einfach weg. Einfach wegcutten. Cut down all the trees in this... Genau, das habe ich ja gemacht. Dauert wohl noch ein bisschen, bis mal genug Leute da sind. Ja, ihr braucht man jetzt nicht immer auf nur auf 1 zu beschleunigen, nur weil er jetzt so ein... Ja, ich weiß, dass da die Plage ist. Komm mal einfach weiter, interessiert mich nicht. Ne, jetzt hat sich das mal übertragen, oder was? Alles klar, cut. Hör, stopp das Arbeiten da. Haut das Feld um. Wir werden wenigstens Nahrungsmittel graben. Aber ist okay. Was will man machen? Haut alles um in diesen... Schneller. Ja, haut einfach alle Bäume wieder um. Wir müssen mal gucken, was wir mit den Feldern machen, bis die Käfer da weg sind. Zumindest gibt es ein bisschen Holz dann. Mann, 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 Mann. Die Woodcutter sind alle eingesetzt. Ja, die werden Feuerholz beschaffen müssen. Da haben sie richtig was zu tun. Der dritte Feuerholzcutter ist bald schon hier fertig. Die Straße hier hoch ist natürlich schon angelegt. Da muss der noch gebaut werden. Okay, das könnte gut werden, hoffe ich. Wo wir eh nicht genug Forester haben. Aber gut, was soll's. Jetzt haut endlich die ganzen Bäume um. Wie lange kann das denn dauern mit euch? Ja, dieses Feld ist natürlich noch weit weg. Das müssen die bis wohin tragen? Bis dahin. Ja, ist schon ein bisschen weit. Da müssen wir auf jeden Fall eine Steinstraße, sonst wird das nie ganz abgearbeitet. Das ist mir jetzt auch bewusst. Ja, aber da hier die Felder eh gerade kaputt gehen. Jetzt schneiden sie gleich zu. Wir haben schon Herbst. Natürlich doof ist jetzt im Winter, im Herbst schon Schnee fällt. Das macht natürlich unsere Ausbeute nicht viel besser. Ja, ich weiß, was eine Käferplage da ist. Jetzt hör doch auf, ey. Erzähl mir mal was Neues. Im Winter sterben ja hoffentlich die ganzen Käfer mal, oder? Ja, der ist zu langsam.
Es ist erst Herbst, ne? Und wir können nicht genug abarbeiten. Oh, wir haben wenig Nahrungsmittel. Das ist echt ein bisschen knapp jetzt. Da friert schon wieder einer. Ja, was ist denn los? Wir brauchen den Woodcutter. Macht mal hin jetzt. Der muss anfangen zu arbeiten. Das ist jetzt echt extrem wichtig. So, Woodcutter einstellen. Komm. Woodcutter. Ich kann 4 einstellen sogar. Geil. Wo ist denn noch einer? 1, 2...